Lösung in der Verkleinerung der Anlage. Wo lag denn die Problematik, diese Anlage einfach zu verkleinern? Es lag in erster Linie wirklich an diese Rezeptoren einfach, ja. Und die Rezeptoren, es ist nicht einfach. Die Leute wissen, wenn etwas groß ist und ich versuche, das zu verkleinern, es wird dann sozusagen nicht billiger, sondern teurer. Jetzt habe ich einen Weg gefunden, einen anderen Weg, wie ich das verstärke und die Rezeptoren dann sozusagen klein mache. Mhm. Ja. Und die Anlage ist jetzt auf 2 Meter Höhe und ungefähr 1 Meter in Durchmesser. Und sehen wir jetzt ja, da gerade auf dem Monitor. Das ist alles in Edelstahl und das ist eine kleine Pumpe, die das Wasser dann sozusagen verwirbelt. Und man kann auch eine Dotecae da rundherum machen, um das zu verstärken. Und so eine Anlage dann schafft es wirklich Chemtrails, Himmelreinigung, sozusagen Sphärenharmonie, so Liebesenergie zu entfalten in einem Radius von 180 Kilometer. Am Anfang sind es 10, dann 20, dann 30. Das ist wie wenn ich einen Stein auf eine Wasseroberfläche einfach schmeiße, da entstehen diese einfach Wellen, einfach Kreise. Erklär uns mal, warum das Wasser da unten fließen muss. Also es gibt eine Pumpe, wo es rein oder raus geht aus diesem Behältnis. Das ist dasselbe Prinzip wie die große Anlage, nur in Mini. Verstärker, der wirklich daraus eine sehr, sehr starke Anlage macht. Ja. Und diese Wasser drin ist der Schauberger-Effekt, der zum Beispiel die Spirale unten einfach aktiviert mit Piezo-Strom. Das ist jetzt hier ein Dodekae da, das um die Anlage kommen kann und das verstärkt das. Das ist das statische sozusagen Blume des Lebens einfach.